Österreich. Von schwindelerregenden Höhen bis zu kristallklaren Seen. Das Sehnsuchtsland im Herzen der Berge. Wie gemacht für einen besonderen Mann und seine einzigartige Mission. Das Faszinierende bei uns im Alpenraum mit den Almen ist ja eigentlich eine tausendjährige Geschichte. Es ist eben eine ganz bestimmte Kulturlandschaft, die es nur bei uns in den Alpenraum gibt, und die ist einfach faszinierend. Markus Wasmeier, der Skistar und Freilichtmuseumspionier, ein Mensch mit einer faszinierenden Lebenseinstellung. Also durch meine Kindheit, durch die Leidenschaft meiner Eltern, war ja das Spannende dabei, dass nie der Gipfel eigentlich das Ziel war, sondern einfach der Weg. Was ist hinter dem Berg? Was ist um das Eck rum? Und das hat mich so neugierig gemacht. Und das war einfach spannend. So treibt es den neugierigen Abenteurer in den wilden Westen Österreichs. Vom mächtigen Gebirgsmassiv des Wilden Kaisers zu den rauschenden Wassern im Krimmler Achental. Zu Menschen, die wie Markus Wasmeier ihr Leben in der Natur lieben und ihr Handwerk beherrschen. Mir geht's gut. Oder uns geht's gut da. Und das ist eigentlich der einzige Luxus, was man braucht. Ein bisschen Zufriedenheit muss man schon auch dabei haben. Also jeden Tag, wenn man in der Früh runterfährt zu den Fischen, ist eine andere Stimmung. Die Suche nach den kulinarischen Geheimnissen der Alpen führt die beiden vom Schliersee in Bayern nach Österreich. Über Kufstein zum Wilden Kaiser, an den Hintersteiner See in Tirol. Das kristallklare Kleinod liegt im imposanten Kaisergebirge. Dieses besteht aus den bekannten Gebirgsketten, dem Wilden und dem Zahmen Kaiser. Also meine Eltern haben mir eines mitgegeben, und zwar diese Leidenschaft zur Natur, zum Bergsteigen. Und wie ich damals schon 19 Jahre alt war, da habe ich meine erste Klettertour am Zahmen Kaiser gemacht und dann später im Wilden Kaiser. Und das auch da bei den Hintersteiner See, das kann ich mich noch gut erinnern, da war mal ein elender Marsch, der ist mir heute noch so in Erinnerung geblieben. Aber der Stolz, auch das geschafft zu haben, es war ja das Spannende dabei, dass nie der Gipfel eigentlich das Ziel war, sondern einfach der Weg. Was ist hinter dem Berg? Was ist um das Eck rum? Und das hat mich so neugierig gemacht, und das war einfach spannend. Ja, das ist schon einer von den schönsten Orten da. Im Tiroler Unterland, würde ich sagen. Also jeden Tag, wenn man in der Früh runterfährt zu den Fischen, ist eine andere Stimmung. Man entdeckt jeden Tag irgendwas Neues. Und Marc Pirkner lässt sich als Landwirt und Viehzüchter immer wieder was Neues einfallen. Diese Buckelrinder hat er hier am Hintersteiner See heimisch gemacht. Ah, Wahnsinn! Servus, hallo, Markus. Grüß dich. Nur Markus, hey. Servus, grüß dich. Hallo. Was ist los? Aber das sind ja herrliche Rinder. Das ist der Wahnsinn. Wunderschöne Zeichnung. Ja, das sind die Zwergzebu. Und rassetypisch ist eben der leichte Rücken da im Nackenbereich. Ursprünglich gibt es die in Afrika, im Kaukasus, in Indien. In Indien, also quer durch. Mit dem liebevoll Haflinger genannten Oldtimer der Marke Steyr-Puch geht es in den Wald von Marc Pirkner. Dort hütet der Bio-Pionier ganz besondere Schätze, die er Markus Wasmeier gerne zeigt. Schwammerl und Schweine. Goldi! Auf geht's. Wo bist denn? Ja, wo seid's denn? Was ist das jetzt für eine Rasse? Das sind Alpenschweine. Alpenschweine? Ja. Also das heißt, das sind die Schweine, die bei uns vor 100 Jahren im Alpenraum gehabt haben. Okay. Wenn du der Fleischesser bist und du siehst, der Viech kann so ein Leben verbringen, also natürlich bis zur Schlachtung, ist das aber auch ein Traum. He? Ja. Das ist ja Kitsch pur. Ist das schön. In den Zuchtbecken, die mit Quellwasser gespeist werden, tummeln sich Saiblinge. Outdoor-Koch Markus Semmer hat von Bauer Mark die Erlaubnis für ein Feuer direkt am See bekommen. Ja, wir waren erfolgreich. Schauen Sie so. Dann können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich habe jetzt hier schon wunderschöne Saiblinge. Und ich habe hier vom Buckelrind ein ganz besonderes Stück. Das ist eigentlich wie ein Tafelspitz. Mhm. Eigentlich
kocht oder brät man das bei uns. Und ich habe mir gedacht, wir machen das ein bisschen wie die Brasilianer das mit dem Tafelspitz machen. Wir legen das auf den Grill. Mhm. Innen bleibt es dann roh und wir schneiden immer so, dass es uns halt vom Garpunkt genau passt. Das würzt mir jetzt schön. Gut. Dann lege ich los, weil ich habe einen Hunger, wenn ich das sehe. Also mit dem Kochen, da kann ich gar nichts anfangen. Also da bin ich einfach nicht talentiert. Aber als Sportler weiß ich, dass ich einfach immer viel und gut essen muss und die Qualität einfach passen sollte. Und deshalb ist bei mir in der Gaststätte ebenfalls eigentlich auf Qualität, auf Regionalität, auf wirklich Selbstgemachtes, wie Brot backen, wie unter anderem das eigene Fleisch zu liefern von deinen Kühen. Und das macht die Wertigkeit einfach aus. Markus Semmers Herd ist das Lagerfeuer. Seine Naturküche kann mit jedem Restaurant mithalten. Dafür hat er einige Tricks parat. Ich würze jetzt den Fisch und dann habe ich ein Stück Backpapier. Und dann wickel ich das fest in einige Lagen Zeitungspapier ein. Und dass mir das nicht gleich verbrennt, habe ich Wasser und mache die Zeitung nass. Und dann lege ich es außen an die Glut hier und dann gart der Fisch innen durch. Also das ist kein Fischerlatein. Generell ist die Wertigkeit des Lebensmittels oder des Kochen eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auch bei mir im Museum. Einfach die Ehrlichkeit, dieses wirklich Natürliche, dieses mit den eigenen Produktionen, sei es vom Fleisch, sei es von den Kräutergärten und das, was saisonal gerade gibt, darzubieten. Und daher gibt es bei uns auch in der Wirtschaft keine Pommes oder kein Cola. Probier mal. Boah, gewaltig. So, und jetzt habe ich da Gemüsebrühe. Schau, und jetzt gießen wir das Risotto einmal ab. So. Der Gusseisentopf gehört neben einem guten Messer für Markus Semmer zur Grundausstattung beim Kochen im Freien. Und ein begnadeter Assistent. Genau, einfach auf die Scheitel drauf, dass uns nichts anbrennt. Schau, und jetzt ist das Fleisch innen noch richtig roh. Und wir schneiden uns einfach die äußeren Fetzen auf und legen das immer wieder aufs Feuer. Das ist echtes Slow Food. Jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit. Ja, danke ebenfalls. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst probieren soll jetzt. Super. Mm. Also das hast du gut gerührt, dein Risotto. Okay. Das schmeckt hervorragend. Bin ich noch nicht angekommen. Ich würde sagen, besser kriegen die es in Italien auf keinen Fall hin. Das liegt ja nur am Rührer. Nur. In Irland an der Tour durch Österreich sind eigentlich Leute, die sehen schon mit dem Hinterstein und vor allen Dingen mit dem Altaussee, diese Qualität des Fisches, das war faszinierend. Auch die Almen und die Almen aber generell. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu entdecken in diesen Bergen von Österreich, dass das der Wahnsinn ist. Ich glaube, da bist du Jahre unterwegs, dass du immer wieder was Neues entdeckst.